Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Und ja, wir befinden uns immer noch in Arnor Londo. Und ich bin jetzt nochmal zum Lauffeuer zurückgerannt, habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber einfach nur, um mal die Ausrüstung zu reparieren und um das Feuer hier wieder zu entfachen. Den Mädel haben wir abgeschlossen sozusagen und jetzt geht's hier unten weiter. So, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Hier ist ein Schalter. Wofür ist der Schalter? Leuchtet und bewegt sich nicht. Okay. Hier ist auch ein Leuchtfeuer. Hätte man noch das nehmen können. Wusste ja nicht, dass hier noch eins ist. Nehmen wir das doch schnell. Leuchtfeuer wurde entzündet. So. Denn Ring des Sonnenerstgeborenen. Was kann dieser Ring, ist die Frage, ne? Ring des Sonnen... Ring des... Verstärkt Wunder. Der ist... Aber seine eigene Nummer führte zum Verlust der Ausdauer. Heute ist... Also verstärkt Wunder. Das heißt, wenn ich mich heile, bekomme ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Heilung. Das ist natürlich cool. Aber, oh, hier kann auch irgendwelche lesen. Was, wenn so Grabstätten... Oh, da ist ein großes Grabdings. Kann man das lesen? Egal, nichts drauf. Okay. Gut. Schön, dass wir ein Leuchtfeuer gefunden haben hier. Das gefällt mir. Und behaupte mal, diese Vorrichtung ist dafür da, um das da oben das runterzuholen. Warum kann man hier runterfallen? Oder hier? Okay, kann man auch wirklich runterfallen. Nicht, dass man da, dass ich da einen Weg nicht gesehen habe. Also okay, müssen wir nicht so viel machen anscheinend. Gehen wir hoch und drehen das Ding wieder nach oben. Aber gut, dass da ein Leuchtfeuer war. Ist jetzt ein bisschen dicht an den anderen dran, weil ich finde, dass so ein weites Stück ist es nun auch nicht. Aber, egal. Zack. So, müssen wir das ganze Ding nochmal drehen hier? Oder kommen noch die anderen? Ja, da geht es ja rein in die Kathedrale, da wollen wir nicht rein. Und kann man da drüben noch irgendwo hin? Ja, mal kurz. Muss man sehen. Kann man ja auch da noch irgendwo runter oder so. Tief aus. Ist auch einfach nur tief. Huiuiui. Ah, der Winter kommt, ne? Winter is coming. So. Okay. Wieder hoch. Wo wir jetzt hin können. Also, da geht's zurück. Und da geht es in die andere Richtung. Da wollen wir hin. Da waren wir nämlich noch nicht. Schauen wir uns das mal an. Mann, das sieht total geil aus draußen hier. Also dieses... Mir kommt es so vor, als ob das Spiel etwas flüssiger läuft, mit mehr Frames läuft, im Handheld-Modus. Ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmen kann, aber es kommt mir tatsächlich so vor. Wo hier sind Sims? Guck mal da. Ich gucke jetzt runter und sehe diese beiden Simse, links und rechts. Ich würde jetzt denken, man kann da vielleicht runterhopsen. Vielleicht findet man was. Man weiß natürlich, kann es auch nur Quatsch sein. Hier? Da gibt es nämlich keinen Sims mehr, da kann man nicht mehr hin. Liegt hier vielleicht irgendwas? Oder müsst ihr auch wieder zurückkommen können dann, ne? War doch was. Kann man nicht hin? Andere Seite auch nicht. Mein Gott, ich bin total paranoid geworden, weil ich denke, ich kann überall hin. Nervt. Okay, hier ist eine ordentliche kleine Treppe. Nehmen wir mal die Treppen für das normale Volk. Das sind die hier. Jetzt was passiert. Oben liegt auf jeden Fall eine Leiche. Hier sind zwei Wachen. So, wir pullen den mal. Oh, warte. Dann müssen wir aber diesen Bogen wieder haben. Der Bogen hin. Oh. Zack. Okay. Ich kann den Bogen auch zweihändig führen. Okay, es ging gar nicht. Nein, schieß doch nicht die Pfeile. Ich habe noch nicht mehr so viele. Okay, also wenn man genug Pfeile hat, ich muss unbedingt Pfeile kaufen, fällt mir ein. Ich hab keine mehr.
Er ist leider geschützt von der Seite, aber vielleicht kriege ich seinen Arm erwischt. Okay. Das ist natürlich feige Art, aber dahinter ist irgendwas. Was ist das? Schauen wir uns mal an. Da ist ein weiterer Gargoyle, glaube ich. Ich kann es nicht richtig erkennen. Wo seid ihr rüber? Die Tür kriegt es bestimmt so nicht auf, aber wir gehen mal hier längs. Hier. Hier ist die Tür schon offen. Die von der Seite auch noch. Okay, das sind die Viecher, die mich hierher geschleppt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die angreifen sollten oder nicht. Das ist jetzt die Tür hier. Geht gar nicht auf. Hier geht's runter. Okay, hier geht's aber einfach nur. Oder kann man da diesen Weg runter? Wohin? Nur so ein, das sind einfach nur Balken, okay. Ja, ich behaupte mal, wir müssen wahrscheinlich hier runter. Frage, ob man die. Versucht den auch mal zu pullen. Okay. Hier hoch. Okay, richtig stark sind die nicht. Und den auch hier hochpullen. Komm. Ah, ist noch einer unten. Okay, gut, dass ich. Natürlich dumm. Oh, ist noch einer. Okay, aufpassen. Okay, bestimmt. Rück, bestimmt. Oh, auftanken. So. Mal schnell was trinken. Ach, hätte damit heilen können. Na egal. So. Drei Stück. Hab ich gesehen, wie viel Leben die mir gaben. Oder beziehungsweise wie viel Seelen. Längs. Geht's nicht. Wenn man so runter guckt, dann verdreht man seinen Kopf. Total albern. Man kann ja nicht mehr sehen als der Bildschirm. Trotzdem erwische ich mich dabei, wenn ich das so drehe, dass ich doch nochmal runter gucken will, ob da vielleicht was anderes ist. Bescheuert, oder? Das ist ja wirklich bescheuert. So, warte mal. Hier noch irgendwie weiter. Also hier geht's irgendwie runter, wie ich sehe. Geht's aber nicht runter. Okay. Also hier können wir runtergehen. Das können wir wahrscheinlich hier drüben auch. Da kommen wir nur zu einer Mauer, aber wir versuchen es trotzdem mal. Auch wenn es nur zu einer Mauer geht. Hier vielleicht? Nee. Aber oft verbirgt sich dahinter ja ein Geheimweg. Dann gehen wir da mal runter. Ich glaube es zwar nicht, aber wir testen es trotzdem mal. Nein. Verbirgt sich nichts. Außer eine stabile Wand. So. Da fallen. Dann geht es hier runter. Sehe ich aber auch schon wieder so ein Viech. Irgendwas schießt auf mich. Schießt denn da auf mich? Na gut, müssen wir runter den Platt machen irgendwie. Okay. Okay. Nicht so gut. Hängt da so ein bisschen fest, kann das sein?
Okay, das war dumm von mir. Alter! Dann noch Viechchen. Noch eins. Dämonenspeer. Ja, runtergefallen, tot gegangen? Ich konnte nicht sehen. Achte auch nie drauf, ob ich die Seelen eingesammelt habe oder nicht. Mal kurz. Muss man echt drauf achten. Ich achte da nie drauf. Wenn die Seelen weg sind, dann ist er ja meistens. Hier kommt. Okay, hier geht's weiter. Okay! Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wo kommen wir denn da? Unbeschadet hoch. Und hier ein Gebäude längs laufen. Macht es wohl Sinn, hochzulaufen. Okay. Wie soll man die denn killen? Hier rein? Ja. Andere Wege hier? Nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier einmal rum soll oder nicht. Wenn ich hier einmal rum bin, habe ich wahrscheinlich auch nichts von. Mich trifft. Schnell hoch. Oh. Okay. Oh, fest. Verdammt. Oh nein. Oh, scheiße. Oh, das ist ja eine fiese Ecke da. Fiese Ecke. Und richtig blocken kann ich auch nicht mehr da gegen diese fetten Dinger, ne? Na gut, jetzt weiß ich, warum das andere Ding da ist. Aber dann los. Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich das Ding hier rufen kann. Dieses Ding! Das nervt ganz schön. Noch mehr nervt es, dass ich wieder hochrennen muss, diesen Schalter, den drehen. Weil es wieder eine Sekunde so rum ist. Aber das lasse ich auf mir sitzen. Ich muss die da irgendwie kaputt kriegen. Da oben. Ich habe doch auch so, ich habe so ein Dämonenspeer bekommen. Das ist wahrscheinlich nur eine Waffe und keine Waffe, ne? Silber Dämonenspeer. Anders wird Stoß. Eieieiei. Schön den falschen Button gedrückt. So. Rüber. Ärgert mich schon so ein bisschen. Ich wäre gerne nicht gestorben. Muss ich zugeben. Weg dahin. Mal gucken wir gleich mal. Mal hier hoch. Ich glaube, ich muss diese Großen jetzt per Hand töten. Denn so viele. Ah, keine Pfeile mehr. Doch. Noch, aber. Da kommt er schon. Okay. Lag ihn mal ein bisschen runter, dass der andere nicht gleich auch noch dazu kommt. Eieiei, hat er so eine Seite, ne?
Nee, komm mal zu mir hier. Komm. Okay. Ja. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich auch killen, aber den können wir Gott sei Dank hier oben killen. Oh. Diese Reichweite an. Die Biester haben. Ich komm gar nicht hinter denen. Ich verstehe jetzt nicht, wie die Leute immer sagen, die können so schnell hinter den kommen. Ich kann gar nicht hinter den kommen. So hurtig. Ich krieg's überhaupt nicht hin, hinter Gegner zu kommen, so richtig. Also habe ich so diesen Backstep, wie immer von reden hier bei mir in den Kommentaren, eh nicht hin. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Kommen wir jetzt hier rein? Haben wir Schlüssel bekommen irgendwo her? Nee, ne? Okay, dann haben wir den ganzen Weg zurück. Wir gehen ja nicht auf, dann müssen wir hier durch. Oder haben wir die getestet eigentlich, die Tür? Zuck, zuck, zuck. Hier auch nicht auf, also müssen wir hier runter die Viecher erstmal killen. Ja. Wenn ich wieder mit so vielen mich anlegen. Auch hier. Auch hässliche Kreaturen, oder? Nächste, aber noch in die Ecke, ne? War noch einer, oder? Ei, ne? Oh, ja. Okay. Ein bisschen albern, dass die runterfallen können, oder? Aber er ist tot. Man, die können ja fliegen. Fällt da runter. Yep. So. Wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir da hochkommen, ohne zu sterben? Das ist echt was, gar nicht, der Weg. Ist echt ein Ding, noch eine Möglichkeit fast, finde ich. Warte, guck mal. Jetzt müssen wir die... Okay, ist jetzt schwer. Ah, Mist. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Uah. Nein. Ja. Nervt mich. Nein.
Oh. Shit, ey. Jetzt kann ich mal heilen hier. Okay, aber es ist auch unmöglich, da hochzukommen. Die ballern einen doch da komplett weg. Nein, ach, warum heilst du dich denn immer, du Spock? So, das wollte ich doch gar nicht. So. Okay. Okay. Kann ich nichts machen. Der trifft ja auf jeden Fall. Der fliegt ja direkt auf mich zu. Was schlecht ist. Also wir müssen da auf jeden Fall hochrennen. Okay. Schild. Haben wir ein besseres Schild noch irgendwie, was vielleicht mehr ab kann? Aber das ist jetzt dann auch so ein bisschen Magie da drin. Ah. Wir sind eigentlich schon fast am besten hier. Okay. Warum sind unsere Sachen? Boah. Oh. So. Der ist weg. Brauche mich gleich zum anderen zu laufen. Hier geht's runter. Fester Boden. Das andere war auch fester Boden, aber hier ist ja irgendwie festerer. So, hier gehen wir rein. Oh, sollen wir einmal heilen. Oh, das kann aber, wenn es ein Boss ist, natürlich ärgerlich, aber irgendwie müssen wir ja irgendwo hin. Aber es sieht aus wie ein normaler Gang. Okay. Der Boden sieht aus. Aus der Dusche. Nein? Ein Leuchtfeuer. Ach Quatsch. Und da ist doch hier unser Sonnenritter da. Oder bin ich verkehrt? Komm, raste mal ruhig. So. Oh, da seid ihr. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature. Do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Ah, das ist doch gut zu wissen. So, ich würde sagen, hier an diesem Leuchtfeuer werden wir noch einmal umkehren. Und noch mal ein paar Flakons holen. Oh, warte. Nein. Menschlichkeiten müsste ich ja noch haben, da. Zack. Erstmal mache ich 10. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wenn wir richtig schlecht sind, dann machen wir halt nochmal mehr draus. Aber erstmal 10. So, Waffen verstärken. Können wir da auch wieder irgendwas verstecken hier? Richtig was eingesammelt habe ich nicht. Aber wir können sie ein bisschen auf jeden Fall reparieren. Wir haben auch nicht Schaden davon getragen. Ja, so viel war es auch nicht. Aber perfekt. Hier rein kann. Dann gucken wir mal in die nächste Tür, was da ist. Hallöchen, du kleiner blöder Ritter. Oh gut, den können wir angreifen, weil wir sind direkt hier nebenan. Das macht natürlich Sinn. Okay. Ja.
Okay. Fort mit dir. Und hier ist eine Truhe. Bevor wir das machen, ich weiß. Ja, drauf. Okay, wie kann man öffnen? Und eine Sonnenlichtmedaille. Okay. Haben ein bisschen was verloren, ein bisschen Leben. Das können wir eigentlich mal kurz mal hier hinsetzen. Denn, es macht ja Sinn. Gleich wieder weg. Nomada? Glaub nicht, ne? Das ist immer da, ne? Hier, da steht er. Aber den brauchen wir jetzt ja nicht. Die Tür auf hier zu machen? Nö. Ach, können wir, ne? Die Tür. Gute Nacht. So, wir gehen weiter. Warum? Das ist ein komischer Ritter. Hier sind nochmal zwei Türen. Nehmen wir die als erstes? Ja. Hier ist die Küche, Speisekammer. Was ihr jetzt sagen wollt. Den Eingang. Ach Quatsch, es war jetzt wirklich nur geraten. Aber das sah so verdächtig auch nach Geheimgang aus. Tut mir leid. Kamin da. Oh, hier geht's richtig dunkel. Drin ist. Es hört sich nicht gesund an hier drin. Ruhe. Halt. Wieder zuschlagen. Ah, okay. Guck mal. Was wir gemacht haben. Kulte Keule. Okay, hier sind nochmal Truhen. Oh, warte, die haben wir nicht getroffen. Nicht, dass das jetzt. Und. Ah, die sieht gut aus. Havels Stulpen, Havels Gamaschen. So, hier ist noch eine. Hm. Havels Helm, Havels Rüstung. Hier ist sicher. Havels Großschild, okay. Ab. Gott. Und Havels? Ne, ein Drachenzahn, okay. Die Kissen sind hier nicht, ne? Havel, Havel, Havel. Hier ist vielleicht auch nochmal ein Geheimgang? Ne. Gucken wir mal nach. Havel, 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 also. Komm alles. Havels Großschild. 100 Schaden, 90 Magie. Ah, okay. Das Ding wiegt aber auch 26, ne? Aber natürlich schön. Hält natürlich auch nicht was aus. So, wir gehen hier hoch. Nehmen wir die Tür da drüben nochmal an. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, okay. Hinten noch irgendwas? Okay, hier ist nichts. Dann schauen wir doch mal ins Oberstübchen. Okay, jetzt das gleiche nochmal, jeweils eine Tür. Drüben ist die Tür sowieso auf. Keine Tür. Oh, da ist ein. Da hat sich aber jemand Mühe gemacht, ein paar Drachen zu töten. Kaputt machen. Hier längs laufen. Kann man hier längs laufen? Kann man auf den schießen?
macht keinen Sinn. Okay, da sind aber viele Drachen getötet worden hier, wie man sieht. Wir müssen uns den Typen da drüben trotzdem mal vornehmen. Raus hier. Platz. Weiten. Oh, schade, ich dachte, ich könnte von der Seite ein bisschen abstechen. Das klappte nicht. Komm her. Oh, verdammt, Axt. Müssen wir schon aufpassen hier. Ey, ey, ey. Ich hab nicht mehr den einfachen Tricks. Jetzt aber. So, gehen wir noch mal rein. Heilen. Okay, da unten ist ein so ein Dämonen-Heini. Richtig viel Schaden werde ich wahrscheinlich mit dem Dings nicht machen. Ne, bin ich mal ran. Aber hier liegt noch eine Seele. Beziehungsweise irgendwas. Natürlich auch. Eine Seele von einem Helden. Hier bestimmt viele. Beziehungsweise viele Punkte. Jo, da ist eine Kiste. Die habe ich gar nicht gesehen gerade eben. Ja, krieg ich dann ab. Ah, schon wieder. Ey, das ist doch nicht normal. Du wärst tot. Jetzt. Und schon hässliche Kisten, ne? Goldmünze. Gut, dann gehen wir jetzt eine Etage höher. Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh, ein Monster. Da. Silbermünze. Naja, vielleicht finden wir eine Slotmaschine, wo wir die reinballern können. Und dann da. Hey, wie kommt man denn da? Also ich glaube, den Ritter da hinten müssen wir trotzdem einmal killen, aber wie komme ich in die Treppe hier rauf? Überhaupt schon? Machen wir ja noch gar nicht. Ein schöner Raum. Mhm. Werde durchstechen. Ja, auf jeden Fall, dass jemand steht. Rein, du Kasper. Oh mein Gott, das ist ja ein riesig hier. So, da geht's hoch. Auch runter. Ne, aber hoch geht's. Dann gehen wir eine Etage höher. Wir kommen wieder raus. Da warten wir mal. Unten war nämlich auch noch eine Tür. Die nehmen wir als erstes mal. Die inspizieren wir als erstes mal nochmal. Und dann machen wir erstmal die Tür auf. Das ist von der Seite.
Okay, was mit ihm? Sollen wir ihn auch erstmal nehmen? Okay. Okay. Hört ganz gut zu. Komm mal her. Hey. Was draußen? Nee, hat nichts bewacht sozusagen. So, dann können wir ja nur hier durchgehen, weil die Treppe kommen wir ja nicht rauf, die kommen wir nur runter. Und runter waren wir ja schon. Also wir gehen nochmal nach oben. Schauen wir, wo wir lang. Hat ja auf jeden Fall schon hier jemand Spanier. Ein Ritter. Ein Ritter. Nehmen wir erstmal den hier. Alles. Ja. Hier bewacht hat. Treppe. Runter. Dann müssten wir ja theoretisch in den Raum rauskommen, wo die Tür abgeschlossen war. Ach, da steht doch hier der Typ. Hallo? Was soll ich bloß tun? Und braucht er wieder unsere Hilfe? Ah, hier schon wieder. Where you repelled by the Silver Knights? I'll think of something. We can overcome this together. Ja, wie denn? This is quite a thing. We'll need another three. No. Quite. Kann noch was sagen, was wichtig ist? This is quite, we'll need a. Okay, aber wir können auf jeden Fall die Tür jetzt öffnen, glaube ich. Okay, da sind zwei Räder drin. Heilen? Ach, davor. Pullen ohne ein. Den lieber pullen. Oh. Heilen? Und wieder rein zu dem anderen. Noch einer drin? Das waren drei nur, ne? Oh ja. Jetzt sehen wir noch eine Tür. Und das ist die Tür, wo wir nicht reingekommen sind. Okay, aber dann gehen wir nochmal zurück hier. Ich weiß nicht, ob da noch was war. Wir können auf jeden Fall auf dem Dach noch was machen, ne? Hoch. So, da war noch ein Ritter. Der bewacht ja auch noch irgendwas, wo wir hin können. Oh. Heilen. Sieht ganz cool aus von hier oben alles, ne? Irgendwie. Etwas. So. Jetzt mal runter. Jetzt kommen wir erst richtig runter. Oh, weitere Türen. Welche Überraschung. Da ist der Titanit-Dämon. Okay, oder wie heißt der Titanium-Dämon? Ich weiß es nicht. Über den Colt. Auf jeden Fall kann ich da runter. Da ist auf jeden Fall noch ein Ritter. Und den erstmal platt. Oh, da kommt ein anderer erstmal hoch.
Auch ja. Ah, der hat so einen scheiß Speer. Die mit den Speeren sind echt gefährlich, finde ich. Gesessen, Kumpel. Okay. Hat auch gesessen. Okay, dann müssen wir kurz mal eilen. Oh. So, jetzt kommen wir mal auf hier. Du Spaß denn. Du Spastomat. So. Silberter Helm. Machen. Gut, haben wir ein bisschen gefunden. Hier ist auch noch eine Tür. Mann. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist die andere Tür, die wir nicht öffnen konnten. Gut, dann kümmern wir uns mal um den Titanium-legierten Spinner. Und ich glaube, dann soll es auch gewesen sein für heute. Sehr viel erreicht eigentlich. Okay, ich bin direkt umzuwenden. Das war blöd. Wenn ich nur diese hölzernen Bänke weg haben, die wirklich im Weg sind, wenn man da kämpfen soll. Müssen wir wieder volle Aufbau haben. Okay. Mist. Oh. Männchen. Okay. Da härter die Viecher, ne? Okay, jetzt hat er mich erwischt. Nochmal umrunden hier. War super. Limon-Titanit, perfekt. Hier ist es ein Thronsaal. Eigentlich, ne? Gut. Puha. So, um diese Treppe hier kümmern wir uns beim nächsten Mal. Ne, diese Treppe. Beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.